Susanne Seemann, Astrologin und Heilpraktikerin, heute mit dem Mondkalender der laufenden Woche. Ich habe jetzt ganz neu mit meinem YouTube-Channel angefangen, wollte aber nicht versäumen, dass ich euch jetzt die Positionen des Mondes noch diese Woche mit durchgebe, damit ihr auch ein bisschen was zum Nachschauen habt. Wenn ihr im TV oder im Radio oder auch in der Zeitung lest, wo der Mond sich befindet, dann ist das immer eine tropische Berechnungsform, also nichts, was tatsächlich mit dem Himmel zu tun hat. Ich habe mich dazu entschlossen, die siderische Berechnungsgrundlage zu nehmen. Was bedeutet, ich schaue praktisch mit meinem Fernrohr, mit meiner App direkt an den Himmel und sage euch dann, wo der Mond tatsächlich steht und was wir damit anfangen können, zum Beispiel für Garten, für Beauty, für Wellness und für andere Dinge in Haushalt und Umgebung. Diese Woche haben wir einen zunehmenden Mond, das heißt, wir haben jetzt gerade den Neumond beendet, sind in der zunehmenden Phase. Das heißt, alles, was wir tun, was dem Körper zugeführt werden soll oder was praktisch der Erde im Garten zugeführt werden soll, das ist besonders gut. Das heißt, wir haben jetzt die Phase zum Düngen oder meinetwegen, um etwas anzupflanzen, hervorragend geeignet. Und besonders heute am Donnerstag, da haben wir einen Krebsmond, das ist ein Wasserzeichen, ist es sehr gut, wenn ihr noch irgendetwas im Garten einpflanzen wollt, dann heute und morgen machen. Denn wenn wir in einem Wasserzeichen im Garten pflanzen, ist das Keimverhalten und die Wurzelbildung viel, viel höher als an anderen Tagen. Das haben also auch schon andere kluge Menschen herausgefunden. Ich habe mir das nochmal genau angeschaut, eben mit der siderischen Astrologie und festgestellt, wenn wir wirklich auf dieses Thema gehen und genau schauen, was wir am Himmel für einen Mond haben, dann können wir da wirklich einen positiven Effekt daraus ziehen. Also, wir haben praktisch Donnerstag, Freitag und auch noch den Anfang vom Samstag den Mond im Krebs stehen. Das ist genau der Zeitpunkt, wo wir wirklich etwas anpflanzen sollen, damit die Wurzelbildung sehr stark stattfindet. Wir können auch noch waschen, auch wenn wir zunehmenden Mond haben, aber ich sage immer noch, in einem größeren Haushalt geht es halt nicht so unbedingt nur einmal im Monat, weil da müssen die Waschmaschine etwas öfters laufen. Also schmeißt die Maschine heute noch an. Wir haben einen Wassermond, das heißt also, der ganze Vorgang des Waschens, des Fleckenlösens wird besser vonstatten gehen. Man braucht vielleicht sogar ein bisschen weniger Waschpulver, das ist natürlich auch prima. Für was es weniger geeignet ist, wenn wir einen Krebsmond haben, ist es zum Beispiel zum Friseur zu gehen. Also nichts gegen euch, meine lieben Friseure, ich liebe euch, ich gehe selber gern zum Friseur. Aber gehen wir am Wassermond zum Krebs, dann haben wir zum Beispiel eine Neigung dafür, dass die Haare flach fallen, dass wir zum Beispiel eine Schuppenbildung haben und dass einfach das Ganze, wenn wir sie schneiden, vielleicht auch sogar eine Splissbildung besser ist. Und das wollen wir ja nicht. Wir Mädchen wollen schöne Haare haben, eine volle Mähne. Die meisten Damen möchten am Löwemond zum Friseur gehen und den haben wir jetzt einfach noch nicht. Wenn wir wirklich an den Himmel schauen, haben wir noch Krebsmond. Also meine Damen, warten Sie bis nächste Woche. Es wird sich lohnen, wenn wir den Mond wirklich abwarten, bis er tatsächlich im Löwen steht. Der Sonntag ist jetzt schon der erste Löwemondanteil, aber Sonntag haben die Friseure zu, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Und am Sonntag, wenn der Mond praktisch am ersten Teil des Löwemondes zu sehen ist, direkt am Himmel, haben wir auch ein Mondhaus, nennt sich Makka. Das ist ein sehr scharfes Mondhaus. Das ist also praktisch etwas, was uns, ach, das ist, die ganzen Worte kommen scharf raus, die Energien sind etwas gereizter. Es ist nicht ganz so liebevoll oder so lieblich, wie wir vielleicht uns andere Tage vorstellen oder gerne haben möchten. Also wenn wir Diskussionen führen wollen, machen Sie den Sonntag einfach das Telefon aus, tun Sie es nicht. Das endet meistens irgendwo in einem Streitgespräch. Dazu haben wir eben noch einen rückläufigen Merkur, heißt die Kommunikation und das Verständnis ist sowieso ein bisschen angeschlagen. Wir verstehen den anderen oft nicht so, wie wir uns das vorstellen und der andere versteht uns nicht. Also dann noch ein scharfes Mondhaus dazu. Da ist ein bisschen Streit schon vorprogrammiert. Also ich würde es einfach verschieben. Vielleicht haben wir wieder schönes Wetter diese Woche am Sonntag. Dann grillen Sie doch lieber mit Ihren Liebsten. Das heißt am Feuermond, am Sonntag sowieso. Machen Sie Feuer an, willkommen, also heißt es willkommen, diese Energie des Feuers, machen Sie ein Feuerritual. Da sind Sie sehr viel mehr in der Einheit mit dem Universum, als wenn wir meinetwegen Diskussionen machen, die da nicht so gut funktionieren. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche und nächste Woche haben wir dann einen ganzen Mondkalender von der kompletten Woche. Und wer nachschauen möchte und das Ganze auch mal vorausplanen möchte für die nächste Zeit, der kann sich hier den siderischen Mondkalender downloaden. Es gibt es als E-Book. Ich mache ihn auch für das laufende Jahr noch etwas preisgünstiger. Oder als normales Heftchen zum Nachschlagen und Termine eintragen, damit wir den Friseurtermin einfach auch planen können.
So, in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Spaß und vor allem auch viel Sonne. Eure Susanne Seemann.